Servus und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini FIFA World Cup Katar 2022er AUX Edition. Die nächsten 7 Sticker-Tütchen sind am Start. Es ist auch vollkommen egal, wie viele Tüten ich hier am Anfang sage. Ich öffne sowieso wieder 30 Tüten so gefühlt. Ich zähle erstmal ganz kurz einmal durch mit meinem schlauen Bleistift. Ihr könnt natürlich sehr gern zu Beginn einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr noch nicht Abonnent seid, sehr gern meinen Kanal kostenlos abonnieren. Wir sind auf der Zielgeraden zu den 100.000 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support in den letzten Wochen und Monaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 63 Sticker fehlen nur noch. Mashallah, Junge. 63, das ist echt, das ist geisteskrank. Also wenn ihr schon mal Panini-Sticker gesammelt habt, wisst ihr, dass 63... eine überragende Zahl ist. 63 Sticker, die nur noch fehlen. Und vielleicht kommt heute noch, ja, vielleicht kommen heute noch ein paar dazu, die wir abhaken können. Die ersten Packs, die können wir leider schnell vergessen, beziehungsweise das erste Pack, nicht die ersten Packs, sondern das erste Pack. So, die Trophäe brauchen wir auch nicht. Moutinho brauchen wir auch nicht. Pike brauchen wir auch nicht. Kaleta K brauchen wir auch nicht und André Ayew brauchen wir leider auch nicht. Heidewitzka. So, was haben wir hier? Kamerun 19, nächster. Australien 18, nächster. Serbien 4, nächster. Tunesien 1, nächster. Und Daniel Malen ist es leider auch nicht. Und wir hätten jetzt noch O'Stadium 974, schade. Nee, José Fonte mit, De Bruyne mit der 11 und Kroatien mit der 14. Das ist alles leider nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ecuador mit der 1 kann es nicht sein. Diallo ist auch komplett Japan-Logo. Aha. Was hatte ich gesagt? 63? 62. 12 Katar und Portugal 19 kann beides weg. Aber wir suchen halt die Nadel im Heuhaufen, ne? Wir suchen die Nadel im Heuhaufen bei Let's Collect derzeit, weil es sind halt nur noch so wenige Sticker. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Uruguay, wenn es so läuft, okay. Ja, 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 ja. Zack, Uruguay. Da, Daily Blind, Junge. Was geht denn jetzt ab? Gipresso. Gipresso, Gipresso, Gipresso. Ah, und die 24, 25 fehlt. Schade. Aber es sind 3 Sticker, die wir bis jetzt einnehmen können. Das hört sich erstmal ganz gut an. Ecuador brauchen wir nicht. Argentinien mit der 10. Jawolski, Junge. Nächster Sticker, das heißt 59 sind's. 59 sind's. Martin Braithwaite. Jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt haben wir einen Lauf. Unai Simon. Schade. Und Grezo kann es nicht sein. Der kann direkt weg. Aber, also das waren jetzt im Prinzip die 7 Tüten. Von den 7 Tüten könnten wir 5 Sticker einkleben. Aber ihr kennt mich. Ich reiß auf. Und wir suchen. Wir suchen weiter. Wijnaldum 15. USA mit der 16, Kamerun mit der 6 und Marokko mit der 7. Das ist leider alles ein Nein. Alles ein Nein, Nein, Nein und nochmal Nein. Wallacott mit Ghana 3. Weg. Rodri, Spanien. Weg. Katar 9, weg. Stadium weg. Fuller weg. Alles weg. Weg. Weg, 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 weg. Ich glaube, wir brauchen noch einen Stadionsticker. Der ist es nicht. Jakub Moda ist es nicht. Iran mit der 8 ist es auch nicht. Kroatien mit der 1 ist es auch nicht. Und Polen mit dem Logo ist es auch nicht. Also ich würde gerne so auf
50 fehlende Sticker kommen. Und dann könnte man eine Folge machen, wo wir alle restlichen 50 Sticker einkleben. Die müsste ich dann irgendwie, ja, bestellen. Keine Ahnung, eBay nachkaufen oder sonst wo. Mexiko 9. Mexiko 9 ist es nicht. Portugal 2 ist auch nicht. Und Onana Kamerun ist es leider auch nicht. Aber 63, das heißt 58 müssten jetzt noch fehlen, weil 5 Sticker liegen auf dem Tisch. Polen 1 ist es nicht. Japan mit der 17 ist knapp daneben. Mexiko ist komplett. Stadium ist die 8 und Mexiko 1 kann es auch nicht sein. Und jetzt wird es langsam kriminell. Jetzt wird es langsam kriminell, aber jetzt reise ich wieder so lange auf, bis wir hier einen Sticker haben, den wir einkleben können. Den wir zusätzlich noch einkleben können. Oviedo, Costa Rica 9. Granitchaka, gönn. Wo sind die Schweizer? Ich habe die Schweizer verloren. Ah, Granitchaka ist es nicht und Pogba ist es auch nicht. Fabinho, du Sack. Du warst schon so oft dabei. Katar. Kamerun 16. Saudi-Arabien mit der 10 und Tunesien mit der 5. Das ist alles nix. Das ist doch alles nix hier. Ja, Scheißendreck. Nee, David. Hau ab. Korea mit der 6. Nee, auch nicht. Endo Legendo mit der 10 ist es auch nicht. Weg damit. Ayu Ghana mit der 17. Weg damit. Und Iran mit der 4. Das kann auch nicht sein. Das ist alles doppelt. Und ich habe wirklich nicht mehr so viele Tüte. Also ich muss jetzt gleich aufhören, ne? Ich sag, wie es ist. Kamerun. Nix. Donny Mann ist doppelt. Jackson Irvine ist auch doppelt. Und Perisic leider auch. De La Cruz. Oh, so knapp. Kamerun. Kroatien. Nee. Hallo. Hör doch auf jetzt mit dem Käse hier. Al-Rabi 6, nächster. Yoshida 9. Nix. Damska 10. Nix. Barkok, nix. Jota. Nix. Leute, ich kann jetzt nur noch das Pack öffnen und noch eins, ne? Mehr kann ich nicht öffnen, geht nicht. 24 ist doppelt. Belgien. 16 fehlt, 17 ziehe ich. 18 Spanien. Ne. Und Iran mit der 5 ist leider auch nichts. Ich kann nur noch das Pack jetzt öffnen. Dieses eine klitzekleine Pack kann ich nur noch öffnen. Alle Hoffnung auf dieses Pack. Korea 20. Mexiko. Toni Rüdiger kann es nicht sein. Und Ecuador kann es auch nicht sein. Ja, dabei, dann bleibt es leider bei 5. Ich kann leider nicht mehr öffnen. Ich weiß auch nicht, was ich mit den anderen Stickern mache. Weil es fehlen jetzt noch 58. Dann werde ich mir wahrscheinlich die letzten jetzt dann bestellen. Weil ihr seht es ja, ne? Es macht keinen Sinn mehr, jetzt irgendwie noch Sticker-Tüten auszupacken. Weil wenn wir in jeder Folge 30 Tüten öffnen und in jeder Folge wir nur 3 Sticker einkleben können, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Tüten wir noch brauchen, um dieses Heft voll zu machen. Und das geht nicht. Das geht halt wirklich nicht. Das haben wir bei der deutschen Serie gemacht, beim Let's Collect, dass wir dann eine Folge hatten, wo wir alle restlichen eingeklebt haben. Und das werden wir auch hier mit der... Ja, wahrscheinlich gibt es dann morgen die finale Folge, wenn ich die Sticker so schnell irgendwie ranbekomme. Dann gibt es morgen die finale Folge vom Let's Collect, der OX Edition, wo wir alle anderen restlichen Sticker einkleben. Dänemark sind hier mit Martin Braithwaite. Also es sind ja wirklich nicht mehr viele. Und das meine ich nicht aus Spaß, sondern das meine ich zu 100% ernst. Es sind nicht mehr viele Sticker. 50 hört sich zwar viel an, aber es ist für so ein riesen Panini-Heft ein Witz, 50 Sticker. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich so machen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so moken. Uruguay, der letzte, der kommt ja ganz hinten mit hin. Portugal, Ghana, Uruguay, es ist Rocher. Hier fehlt noch ein Jiménez, einen David Nunes und einen De Arrascaeta. Zack, das war's.
Das war's für die heutige Folge vom Let's Collect, der Panini FIFA World Cup Katar 2022er Sticker OX Edition. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!